point clouds of this, its own construction of what the world is, and you have also the real world, so you have to tell it basically to align them. So that procedure is what we have here. We'll also do a small tutorial, but just take a quick look on this. Yeah, essentially, if you look at these pictures of these hands, just have to stand in front of it, so it'll calibrate. Mm-hmm. Yeah, that's how it works. Another important thing is that, so today's lecture involves a little bit of input from the user. So we are also interacting with some objects and so on in the world. And the key interaction that we will use is the pinch gesture. Did you, maybe you said you have already worked with VR, etc. Right? Do you know the pinch gesture? No. No? Okay. So basically it's this one. Mm-hmm. Okay. Versucht es so, um die anderen Finger ein bisschen wegzunehmen, damit die zwei Finger durchkommen können. Klar. Yeah. So, the key thing is that the headset has to see the hands, right? So, so maybe something like this. So, that's where you have to perform this gesture. Because this is a gesture that some people tend to have a little bit of difficulty in the beginning. So. Since this is our main interaction modality, it's just important that we get this right. So for that, we'll do a little bit of tutorial on the scenes and so on. Then I'll hand it over to Dr. Lash, who will take the rest of the lecture. And other than that, treat it like a normal lecture. Just follow instructions from the professor. We have to take an exam in the end. Ich weiß nicht. Ist das das Problem? Wir haben den Parcours noch nicht aufgebaut. Also, dann werden die Fahrer im Jahr sein. So. Genau. Okay. I said we build a parkour while they are in the yard and they have to move over there. It's a gymnastics class. It's a gymnastics class. We all know that. Okay, the second instruction that I want to tell you, so we have two, let's say, interactions here. So one is for sketching, and the other one is for manipulating objects, right? So I'm just going to call it primitives, but in the context of lecture, you could call it shapes or whatever. Yeah. But essentially there are spheres, cylinders, and so on, so you can make different things out of it. So this is, so once you spawn an object, again, this is how you interact. So you use the same pinch gesture, so drag and draw. And you can use both your hands and pinch it to scale and scale it down. Okay, cool. We'll do a tutorial, but then I'm just gonna tell you at the beginning. And the second thing is for things like annotations and essentially drawing. In this case, we use a sketch tool that is working on a similar principle. So you have a button which turns you into which activates the drawing mode. Mm-hmm. And once you're in this mode, then you use the pinch gesture again to kind of draw in air. Okay. All right. Then we get started. Yeah. So, do you have any questions at the moment? Yeah. Do you have any questions before we start? Maybe we could also. What am I going to do if I feel nauseous? Yes. So, the nausea or any kind of motion sickness, if you feel, just get out of the lecture zone. So, mm-hmm. just as one of my colleagues would help you out. But yeah, if it's too worse, we try to like really stop the experience, right? Mm-hmm. We don't want to take any risks. Did you have any history of about it? It's
nearly augmented reality, so maybe it's very easy to get. Yeah, I don't know yet, but he asked us if we feel sick when we're reading in the car, and I get sick when I read in the car. Mm. So that's why I'm asking. Okay. But it's good to know. So one thing we could do is that we could also, because this is also kind of like a lecture area, this green part, we can put all our stuffs maybe behind this, the visible area. Should I observe from the outside or should I go? I don't know. How was it planned? I would like it. If just give us a try. Yeah, we recall everything. If we had enough. So how many questions do we have? I think six for green. Mm-hmm. So we usually set like a 30% redundancy just in case. I can also observe from outside. It's fine. No. We are six and me. It should be okay. Okay. As you like it. Should try. Yeah. Okay. Mm-hmm. Then we quickly do a. Vielleicht eine der letzten Runden. Wir werden uns so sehen. Und der ist viel. Das ist auch ein bisschen ein Test. I put it over there. But I think this is not installed. Ah, yeah. Does it have only 50%? What my colleagues would do is what we do is we set him up with the headsets. Yeah. And we'll also perform the first calibration procedure for you. Mm-hmm. In an ideal case. You don't have to recalibrate it throughout the experience. But if it happens, we have to perform this procedure. Mm-hmm. But you can give a sign if you need help. Yes. Yeah. So the way you would understand is that you have a silhouette, right? This red silhouette, and you have a fixed, right? Mm-hmm. They should be more or less aligned. So that means you're kind of aligned. If you are drifting apart, then this will also move. So then it will be obvious to you. And then you'll also see diverging things. So then Professor Lars says, look at the cube here, and you see the cubes on the diverging. So that's a sign that it's not. Okay. Yeah, we'll do it fine. The setting here faking. Also du brauchst Gegenstände.
orientieren kannst. Wenn du mutige Abbildungen hast, die tatsächlich existieren, dann kriegst du einfach Probleme, weil du es nicht skalieren kannst. Ja. Und diese beiden letzten 55% für die 180 Grad, ja, die stellt das, braucht das gar nicht her, weil man schon nur bezieht. Und das macht das viel an. Okay, so just a word, the people who are already within spectacles, you can wear it on top of spectacles, it's fine. Just make sure you have enough room. So there are straps like this, you have to use that. If they are like these straps here, a small dial, which you can use to.
Ich wollte nur mal an deinem Kopf stehen. Everything is fine? Yeah. Sure. Yeah? Okay. So historische Ansichten von Städten sehen auch ein bisschen gleich aus, oder? Ja, ja. Könnte man auch Lübeck oder sonst was drunter schreiben, wenn man nicht genau hinkommt. Mauer ganz genau so in die Mitte irgendwo mit dem Platz. Das wird, glaube ich, dort aufgenommen. Ich bin auch nicht so involviert. Ich bin quasi nur derjenige, der zumindest Fragen unserer Studierenden stellt und das quasi ausgelacht. Ich bin kein Technik-Affino hier in dem Raum, aber die anderen drei. Und bei den Fragen geht es um die Erfahrung im Raum oder geht es auch um das, wie es instructed wurde? Also ja, auch technische Probleme oder ja, Einsatz in der Schule. Dass ich vom Lehramt komme. Genau, ich bin vom Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehr. Und mich interessiert hauptsächlich, wie es im Studium eingesetzt werden kann, was beachtet werden muss. Ich habe letztes Semester schon mit einer Studierenden das gemacht. Und ja, da fallen doch einige Sachen auf. Und auch generell die Frage, wo ist es überhaupt sinnvoll, der Einsatz? Genau. Und wo ist es nur Spielerei und cool? Genau. Und welche Features sind überflüssig und welche vielleicht? Genau. Ja, das fand ich letzte Woche schon dabei. Ja. War eine Geografie. Und ich
quasi ins kalte Wasser geworfen, wenn ich nicht dafür zuständig bin, aber ich habe quasi im Rahmen von einem Projekt von WTH, Justice and Haushalt, das ist quasi das letzte Seminar oder das letzte Modul. Ich beschäftige mich nebenbei auch mit einem VR-Booster-Game und Escape Room und dann bin ich nicht ganz so entfernt, sage ich mal, davon. Wir müssen auch einen Fragebogen entwickeln, um das quasi auszuwerten und der ähnliche Fragebogen wird quasi dann auch hier. Ja. Kann ich auch nachher noch mit dabei sein? Also mir mal so Fragebogen ansehen? Ja, weil das ist ja genau das, was ich auch mache. Ja. Das ist nach der Unter. Das war nur eine Idee. Ja, aber es ist spannend, dass man das direkt so aufblendet. Das Spannende ist, wie du reagierst, wenn du wieder einbrennst. Ja, also wenn du die Brille abnimmst und dann davon wegnimmst. Und dann auf einmal merkst du, es ist Stille. Ja. Genau, und selbst wenn wir mal gucken, hatte ich nicht letztes Semester auch mit meinem Studium. Phase 1 von mir war, dass ich es gar nicht wahrgenommen habe. Phase 2 war, dass ich dachte, es muss irgendwo hier sein. Da habe ich mir gedacht, nee, das war vorher nicht. Und hier, wo soll das hier herkommen? Aber das ist. Ich glaube, warum ich die Lärm jetzt ist. Ja, aber ist so ein Handbuch gewünscht. Ja, ich wollte gerade schon. Ich bin in der Neustadt wohnen mit Schlafzimmer zur Straße raus. Da man daran gewöhnt, irgendwelche Dinge auszublenden. Genau. Aber Sie können von hier jetzt nicht sehen, was die anderen sehen. Das stimmt, aber das hat mir auch recht. Wenn man sich nur jemand für seinen Hund verhindert, dann kann man die Schärfe aufnahmen überfallen lassen. Das wäre cool. Das ist auch quasi, ich wüsste auch nicht, um was es geht. Da war ich ganz froh, das quasi mit dem Computer auch zu sehen. Genau, das konnte ich nämlich letztes Semester mit meinen anderen Studierenden mit dem Projekt, was wir gleich hatten, nicht, weil wir das nicht hatten einfach. Das war dann etwas umständlich teilweise. Ich weiß, was da passiert. Was man letztendlich da sieht, ist halt. Ich denke, ich bin jetzt angeschaut, weil ich gut reingekommen bin. Ich hatte was im Wesen. Schüchterner auch überhaupt, das erstmal aufzusetzen. Und es hat länger gedauert. Es waren auch 40. Ich habe da einen Bildschirm, das ist cool. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich kann mich nicht aufsetzen. Das Internet löschen. Ja. Aber wie kannst du da melden auf der Hand? Wie klicke ich das denn jetzt? Seht ihr das auch im Bildschirm? Nee. Okay, das ist gut. Das kannst du wissen. Ich kann mich, glaube ich, zumachen. Wie kann ich zumachen? Geh weg. Ah. Oh mein Gott. Ja? Jetzt liegt es auf dem Boden, das ist praktisch. Was liegt da? Da liegt eine Bedienleiste. Da kann ich Fotos machen. Als Assistenzlehrer kann ich das Wort Bedienungsanleitung nur sehr unterstützen. Das sind Steuerungseinheiten. Das ist ein gelber. Genau. So, wir kommen jetzt.
Damit kann ich die Präsentation steuern. Und daneben ist noch, hier war noch ein Gerobald, der ist was, wo? Ja, das ist So, do you see the silhouette in green color? Not yet, right? Yes. Can you already do the introduction? Yeah. For the objects or the non Please give an introduction. I guess we already did the improvised introduction already, but I'll just explain to you what the elements that we have, but different introduction elements. So number one is a pinch gesture. Hopefully everyone has tried it out, so it's worked. Yeah. Okay, good. Then the second one is the sketching. Did you all try it? No. Okay. So what you have to do is there's a button that says drawing model. Not that one yet. So I'll explain this one first. And I have to press this. Yeah. And then it'll say drawing mode on. Then I use the pinch gesture. No. So I have to press. So for example, if you have to draw, you have to press again. So I have to. So that's how, and then once you're done, make sure you turn this button off again. Yeah, otherwise you're going to be drawing in the video. Okay? And then if you want to clear it, there's a clear button. Press that in. Okay. I invite you to try. Do I need the pinch gesture for pushing the buttons as well? No. I can just use the finger. I just don't interest you to draw this thing. You're about to start. No, so the button, you press it normally, like this. Mm-hmm. Yeah. That's the label says drawing mode on. No. Okay, so can you press it? I press it, but it doesn't work. Zum Löschen am besten die Hinterhand benutzen. Ja, grundsätzlich, oder? Mit links bedienen und dann mit rechts die Achseln ausführen. Ja. Did you all try the sketch?
genau. Okay. So remember, your headset has to be your hands. But yeah, when you're finished, yeah. Okay. And then can you turn off the right one? Bring it down. Or it should stay off. Nee, ich sehe beides, aber der Ball schwebt ungefähr 5 cm neben der Hose. Ja. Ah ja, ja, aber so darum habe ich eben bei Alexander schon gewusst drauf, weil er komplett daneben gedrückt hat bei den Tasten. Ich glaube, du machst von dem bei Alexander. Ja, weil sie noch anhaben. Ja, aber du musst für dich ausmachen. Du musst dich ausschalten, Alexander. Das ist mein ja auch nicht mehr. Das ist für jeden individuell. Wow. Da hat jemand Spaß. So. Wir werden eingekreist. Okay, let's try it one more time. Yeah, but maybe this one kind of. Ja, Alexander, was ist denn los? Ich weiß es nicht. Alexander, ich glaube, du blutest. Brauchst du irgendwie ein Pflaster oder so? So, okay. Ja, aber dann ist immer noch der Pappen bei dir. Der ist wahrscheinlich immer noch an, der Zeichenmodus ist einfach an. Moment. Ja, vielleicht steht der Onra auch bei dir. Oh. Yeah, that's me. I'm trying to restart. Can I try? Yeah, yeah, please. Really, you're the first one. The other ones are so I was thinking. Oh, that would be fine. Okay, das letzte, was ihr, das letzte Element, was ihr seht, das habt ihr jetzt schon selbst entdeckt, ist faktisch die Möglichkeit, mit den Optionen hier eine geometrische Form zu bauen. Das heißt, eine Pyramide, also vielleicht ganz kurz, eine Pyramide, Sphere, Cube und einen Zylinderzuschluss. Wir können dem Ganzen unterschiedliche Farben geben. Ja? Und das Ganze dann benutzen, um miteinander zu kooperieren. Ja. Ja. Ach, deine, die kann ich nicht nehmen. Doch, doch. Jeder müsste die nehmen können. Okay. Ja, genau. Okay. Genau. Und links und rechts sehen wir den Mülleimer. Das heißt, wenn ihr, also die, genau, wenn ihr praktisch das nicht mehr benutzen wollt, ja, das ist weg. Ja. Ich kann es nicht nehmen, Anne. Dann liegt es an der Kalibrierung. Aber ich kann meins nehmen. Dann kannst du nur deins nehmen. Kannst du auch nicht nehmen. Okay.
Das liegt aber, glaube ich, an der Kalibrierung. Aber also, die anderen haben gerade auch gesagt, sie können es nicht nehmen. Okay. Das ist, bis, also für mich sieht es aus, als ob die Kugel 10 cm von meinem Finger weg hast. Aber es ist okay. Für mich das auch, wenn es eigentlich. Okay, gut. Ah ja, okay, das ist super weit weg. Die entstehen so. Oh, das ist ganz wichtig, oder? Und die Frage ist, ob du was nehmen hast oder nicht, weil ich kann auch nichts nehmen. So, das ist es im Wesentlichen. Das sind die drei Elemente. Erstmal ein bisschen Bewegung im Raum, ein bisschen zeichnen und Figuren schaffen. Und ich denke, perfekt. We are ready. Yeah, okay. So, if you're done with the introductions tutorial sessions, then we can really start the lecture. Okay. So over to Professor Ashwat. One request to people who are not in VR, yeah, would be really nice if we can move outside of this listening, because this is going to be more. Yeah. I see your legs and your foot. Could we also move this chair, I think? That's okay. That's okay. Because the math. Ja, genau. Ja, genau. Du musst tatsächlich die Finger abspreizen, damit die nächste gute Kante wird. Okay. Schön, dass wir heute das Setting hier ausprobieren können. Und zwar mit einer, sagen wir mal, so einer experimentellen Form des Zugangs zum Thema Sprache und Raum. Da nicht alle von euch in der germanischen Linguistik, ich sag mal so, bewandert sind, einigen vielleicht schon. Vielleicht ganz kurz zu einer Präsentation dessen, worum es gehen wird. Und zwar würde ich euch bitten, einfach euch so zu platzieren, dass ihr es gut lesen könnt. Ihr merkt vielleicht, ihr müsst euch ein bisschen gegenseitig aus dem Weg gehen. Es ist nur eine ganz kurze Einführung überhaupt in das Thema Sprache und Raum. Weshalb benutze ich das? Genau.
neben Robotus auch Platz. Aber genau. Er hat sehr viel Grund. Aber wir müssen uns irgendwie nebeneinander stellen. Ja, genau. Deswegen so, ja, dass wir uns genau stellen. Ja, ich stelle euch wie im Theater. Und das erste, was ich euch zeigen wollen würde, ist tatsächlich einmal in diesem System Schrift. Versucht mal bitte so nah ranzugehen, dass ihr es gut lesen könnt. Das ist eine ganz übliche Standardfolie, wie man sie in Vorlesungen verwendet, mit einer 20er Schriftgröße. Ja, also das heißt, es ist schon sehr, sehr groß. Wenn ihr das im normalen Raum sehen würdet, dann wäre es so, dass ihr das, euch das fast zu groß vorkommt. Worum geht es? Um den Sprechpunkt, die Origur nach Bühle. Das zentrale Element ist oben rechts dieses vereinfachte Origo-Modell mit dem Sprecher in der Mitte. Und es geht tatsächlich darum, dass man in dem Origo-Modell theoretisiert, dass man bestimmte Dinge zeigen kann, und zwar mit Zeichengesten, aber eben auch mit Sprache. Und das Ganze werden wir in dem Raum heute ausprobieren, den wir vorbereitet haben. Das nächste, ganz zentral, sind die sprachlichen Äußerungen in diesem Origo-Modell. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das Ganze im Raum funktioniert, nämlich, dass wir natürlich mit jeder Position aus, der wir aussprechen. Also ich laufe zu euch drumherum, ihr sofort merkt, ich bin in einer bestimmten Position. Von der aus gesehen kann ich mich im Raum positionieren und kann faktisch die Dimension Raum und Zeit abbilden, indem ich so etwas sage wie das Ereignis liegt hinter mir oder meine Zukunft, die vor mir liegt, ist ungewiss. Und sofort hat man mehr oder weniger einen räumlichen Bezug, der gemappt wird auf zeitliche Relationen. Das ist die Idee hinter dem Origo-Modell, dass man das Bühler hier anwendet, mit dem man bestimmte Dinge zeigen kann, aber eben auch versprachlichen. Nächster Aspekt, das, was ihr jetzt im Wesentlichen hier macht, ist Dexis am Phantasma. Normalerweise, ja, funktioniert unter Zeigengestus in Richtung Dexis ad oculus, das heißt, das, was ihr mit den Augen seht, ihr seht aber im Wesentlichen jetzt im Moment gar nichts außer eine Projektion, die idealerweise so real wie möglich ist unter den technischen Möglichkeiten, wie wir sie gerade haben. Das heißt, euch wird faktisch an der Dexis ad oculus vorgetäuscht. Das, was ihr aber, was VR oder AR macht, ist, dass es mehr oder weniger euch eine Dexis ad phantasma präsentiert, die eben nicht real existiert. Allerdings ist euer Hirn, und ich hoffe, dass ihr das hier durchhaltet, nicht in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und je länger ihr oder VR seid, umso mehr gewöhnt ihr euch auch an diesen Wahrnehmungsmodus, dass ihr zum Beispiel im Moment bestimmte Sachen hört, wie ein Straßenverkehrsgeräusch. Das im Hintergrund eingespielt wird, das für euch für die ganze Szenerie relevant wird. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und jetzt wird es so, dass man sagen wird, auch diese Folie ist dafür gedacht, zu prüfen, wie viel ihr lesen könnt. Das sind tatsächlich die möglichen Formen der sprachlichen Orientierung. Im Wesentlichen geht es um zwei Dinge, nämlich mit denen man mit bestimmten Dingen zeigt. Also wir haben unterscheidende Lokaldexis und Lokaladverbialia. Wichtig für uns wird heute sein, die Personendexis, das heißt, dass ihr euch positioniert in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Stelle, und es werden bestimmte Lokaladverbialia eine Rolle spielen, die euch möglicherweise bei der Orientierung im Raum helfen. Mehr müsst ihr an der Stelle überhaupt nicht wissen, nur dass man mit unterschiedlichsten sprachlichen Mitteln auch bestimmte Dinge zeigen und weisen kann. Das nächste, das Ganze beschränkt sich natürlich nicht nur auf Adverbien und irgendwelche Präpositionalgruppen und Ortsangaben und möglicherweise zeigen würde, die auf euch und den anderen weisen, sondern auch auf bestimmte Verben. Ja, das heißt, mit denen ihr mehr oder weniger bestimmte Pfade markieren könnt, mit denen ihr Bewegungen markieren könnt, mit denen ihr mehr oder weniger Orientierung im Raum ermöglicht, aber eben auch in der Zeit. Und das Letzte, das wird heute eine ganz besondere Rolle spielen, sind sogenannte Toponyme, also das heißt Landschafts- und Ländernamen, Flurnamen, Gewässernamen, Siedlungsnamen, Gebäudenamen und Straßennamen. Ich hoffe, eure Orientierung in Dresden ist so gut, dass ihr Straßennamen kennt. Wenn nicht, dann wird es heute spannend. Ja. genau. Nächste Aspekt, Perspektivierung. Warum wird das relevant sein? Ihr werdet in den Experimenten, die wir nachher durchführen,
gemeinsam miteinander arbeiten. Ich würde euch dazu einladen, euch selbst dabei zu beobachten, also wir haben eine Audioaufzeichnung, das ist schon mal gut, aber euch selbst dabei zu beobachten, wie ihr und in welcher Perspektivierung ihr den anderen ansprecht. Ja, also das heißt, seid ihr in der Lage, die Perspektive des anderen einzunehmen, seid ihr in der Lage, eure eigene Perspektive entsprechend zu versprachlichen und welche Mittel setzt ihr dafür ein. So. Nächster Schritt. Denn darum geht es im Wesentlichen. Also wir bewegen uns hier in einem Raum, der physischer Natur ist, aber eben durch bestimmte digitale Elemente angereichert, sodass ein Eindruck entsteht von einer Mixed Reality. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel frage, auf welcher Seite ihr die Straßengeräusche hört, werdet ihr vermutlich sagen rechts. Nee? Genau in der Mitte. Genau in der Mitte? Ja. Okay, dann bin ich vielleicht schwerhörig, aber das ist dann auch ein anderes Thema. Okay. Das wäre was. Schön, dass wieder, rauskommt, ne? Genau, wieder, das wäre was für Werte. Ja. Okay. Das nächste ist, dass, wenn wir in den Metaphernkonzept gehen, dass ihr natürlich diese räumlichen Beziehungen nicht nur aufgrund der räumlichen Relationierung und Selbstpositionierung einsetzt, sondern auch um bestimmte zeitliche Aspekte klar zu machen. Und das Ganze sieht man an bestimmten sprachlichen Strukturen, die dann eben nicht nur lokal orientiert sein können, sondern eben auch auf bestimmte zeitliche Aspekte hinweisen. Wir werden beobachtet euch bitte, ob ihr sowas überhaupt einsetzt heute in den Experimenten. Nächster Schritt, und das wird für die Frage hier ganz entscheidend sein, nämlich wir haben bestimmte Elemente so platziert, dass sie bewusst eure Wahrnehmung von oder übliche Wahrnehmungsarten und Weisen in Frage stellen und euch herausfordern, in einer besonderen Art und Weise euch zu positionieren und zu präsentieren und zu versprachlichen. Aber nur schon mal ein Hinweis darauf, das wäre eine typische Art und Weise, wie man mit solchen Wahrnehmungen spielt, nämlich hier den Achsen der Vertikalität in der Frage, was ist oben und was ist unten. Für die Spezialisten unter euch, wo ist Süden und wo ist Norden. So, gleiches gilt für diesen das, hier als Exempel dafür, dass man bestimmte Dinge zeigt, die in der Nähe sich bewegen und das üblicherweise die Zeigegeste im üblichen Sinne mit bestimmten sprachlichen Ausdrücken kombiniert. Und das Zeigefeld wird sich hier in dem Raum für euch auch anders darstellen, als ihr das üblicherweise kennt. Nächster Schritt. Kommen wir mal zur Aufgabe. Das heißt, die kurze Einführung würde ich jetzt mal an der Stelle beenden. Ja? Und zeige euch jetzt mal die Aufgabenstellung, die wir vorbereitet haben. Das Wichtigste ist erstmal, wir müssen zwei Gruppen bilden. Ja, also das heißt, wir sind zu fünf, das ist ein bisschen ungünstig. Aber versucht mal, also finden wir euch mal in zwei Gruppen zusammen. Soll ich es einteilen? Wäre das leichter? Ja, mach schnell. Mach schnell, oder? Ja. Okay. Paul, Veronika, Verena, Robert, Stefanie. Genau. Gruppe 1 hier. Also alle. Nein. Die zwei und Stefanie und Robert hier. Ach so. Genau. Genau, ich habe so, Entschuldigung, ich hätte den Marken noch so reinsetzen müssen. So, pass auf. Fühlt ihr euch in der Brille alle im Moment wohl? Ja. Ja? Okay, braucht ihr eine Pause? Ich meine keine Abgründe von mir aufgetaucht. Nein, es taucht keine Abgründe. So, das allererste ist, wir führen jetzt die folgenden drei Orientierungsexperimente durch, die entsprechend dokumentiert werden. Ja, ihr solltet bitte darauf achten, wie ihr euch selbst im Raum orientiert und mit anderen sprachlich interagiert. Es wird notwendig sein, dass ihr euch im Raum bewegt, euch gegenseitig nicht im Weg steht. Und wir haben bewusst die Elemente so platziert, dass ihr euch durch den Raum bewegen müsst. Also ihr könnt nicht von einer Stelle aus alles lösen. Die erste Aufgabe ist, und damit fangen wir gleich an, Stefan, Vorsicht, wegen Abgrund. Wir blenden gleich eine Karte ein, auf dem Fußboden. Der Punkt ist an der Sache, ich bitte euch, einen Weg zu finden von Dresden nach Meißen, wie ihr den üblicherweise finden würdet. Das Entscheidende ist, dass ihr bitte den Weg abgeht und
dann in der Gruppe ganz kurz besprecht. Ihr könnt auch bitte das so benutzen, dass ihr mit den Zeichenwerkzeugen den Weg einzeichnet. Probiert es mal. Es ist egal, mit welchem Fortbewegungsmittel. Vielen Dank. Ja. Es ist egal, mit welchem Fortbewegungsmittel. Ihr könnt den Weg wählen, den ihr kennt. Ihr könnt den Weg wählen, den ihr noch üblicherweise nutzen würdet. Und mit der Aufgabe fangen wir mal an und die anderen blende ich dann nochmal ein, wenn wir soweit sind. Okay. Eine Karte oder zwei? Wie bitte? Eine Karte oder zwei? Es gibt eine Karte auf dem Fußboden. Okay. Ja? Okay. Achtung, ich mache die Präsentation kurz aus. Grün, immer grün. Ja, grün oder rot? Okay, Stefanie, Achtung, aufpassen. So. Achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht zu schnell, ihr solltet euch nicht zu schnell bewegen. Das ist das allererste. Wenn ihr erkennen wollt, wo ihr steht, bleibt bitte stehen und schaut einmal nach unten, dann stellt es sofort scharf. Ja? Okay. So. Also, die Frage ist, wo wir starten. Starten wir von der Uni? Also, hier ist Plateau, hier ist Fürstenvorstadt, das heißt hier oben Nödlitzer Straße, das wäre hier. Ich würde sagen, wir müssen zum Hauptbahnhof. Eine S-Bahn einsteigen, oder? Ja. Also denke ich mal, wir können. Ich gehe mal mit Zeichentool einschalten. Mhm. So. Thomas, kann ich das auf dem Boden machen? Also. Wo starten wir denn? Auf dem Elterrad? Ich würde einfach am Terrassen. Oder das hier, Terrassen überstarten. Siehst du das? Was haben wir hier, wo wir sind? Ich sehe gerade nichts, weil du, da musst du aus dem Bild gehen. Ja, okay, jetzt sehe ich beim Terrassen. Vielleicht mach es so, dass die einen in Mainz anfangen und die anderen in Dresden. Dann steht der Mittelfang gegenseitig im Weg. Okay, dann fangt ihr an. Meistens habe ich zwar keine Ahnung, ja, ich jetzt schon mal. Hilfe. Ja, ich kann jetzt nicht zu hier gehen. Oh! Dann könnte ich das Telefon hier runter. Aber Moment, du sollst sagen, ich erzähle jetzt, wo ich lang fahre. Okay, ich starte am Terrassenufer ziemlich genau. Das ist sehr unscharf. Ja, also auf der Höhe. Also Fahrradweg zu erkennen, dass man da erkennt, vielleicht hier. Nee, ja, also nicht über die Heide. Wenn man es weiß, beide. Vielleicht, ne? Ja, ja. Beide, ja. Nee, ich fahre mal auf der Seite. Also. Versuch mal die Bahn. Das ist eben nicht an der Seite, sondern da müssen wir irgendwie so durch. Das kann schon hier sein. Hier kommt man dann hier. Ja, ja, stimmt. Das meine ich, dass man hier. Ja, genau, dann mache ich mal hier. Von dort aus nach Radebeul, von dort aus nach Christi-Neustadt und dann rüber auf der Neustadt. City Beach. Man würde quasi hier so. Und dann, ja, hier sieht man den auch jetzt, würde ich jetzt in Übiger einfach mal so sehen. Ja, genau. Genau. So, jetzt kommt die Autobahn. Genau, der ist Kostwicht. Da geht es nach Radebeul. Genau. Also, es geht eigentlich ziemlich gerade von hier nach Zeit. Zwei, wo man geht, wahrscheinlich, genau. Man geht da oben nach Radebeul weiter. Genau. Guten Tag. Wir fahren Bahn. Fahrrad. Good for you. So,
jetzt sind wir gegenüber von Niederwarter. So. Ja, dann nehme ich du schon mal Endbahnhof an Mal. Nein, du hast nicht das Zeichen für Punkte gedrückt. Ich kann das nicht sehr akkurat. Jetzt sind wir Credits. Gegenüber von der B6. Hochwitz, Sonnewitz. Wo ist Meißen? Da wohnt das grüne Auto. Ich muss noch eine Brücke suchen, Moment. Okay. So. Steig, lest du mal schnell aus. Ja, das klingt vernünftig. Ja, zack, zack. Würde ich mal so lassen. Okay. Das? Dann, ja. Dann schaltet mal eure Stifte aus. Ja. Das ist total wichtig. Nicht, bitte nicht löschen. Nur ausschalten. Okay? Ja. Sehr schön. So. Und jetzt beschreibt mir mal bitte den Weg von Dresden nach Meißen. Also in euren Gruppen. Ja? Also versucht es mal zu rekonstruieren, was ihr gemacht habt. Und wir sind in Kappersee. Okay. Über die Marienbrücke, Schleife, genau. Über Fliegen. Genau. Also ganz herzlichen Dank. Ich habe gerade gemerkt, was ihr eigentlich probiert habt. Ja? Also ihr seid faktisch, habt euch ganz massiv an der Karte orientiert und habt Ortsnamen, also ein Toponym nach dem nächsten aufgezählt. Bei der Bahnverbindung war es nicht so ganz leicht. Und habt so Routen eingebaut. Und diese Routen memoriert ihr auch, wenn ihr die Karten nicht mehr seht. Das heißt, ihr habt jetzt genau dasselbe gemacht und zwar ihr zwei, das war super. Hier war Übigau. Ja, also wo man so auf den blanken Boden zeigt, mit Zeichengeste und sprachlicher Orientierung. Ja. Der Bogen hier. Und dann das nächste ist, dass ihr natürlich diese Wege versucht, bestimmte geometrische Figuren anzupassen, geometrischen Formen, also sagt, dieser Bogen, hier war dies. Mhm. Und dass man so eine Memorierung hat anhand des Verlaufs einer bestimmten Strecke. Das Interessante ist natürlich, dass wir euch die Karte hier auf dem Fußboden eingeblendet haben, dass es euch benötigt hat, auf dem Boden zu arbeiten und auch den Boden zu zeigen. Das Ganze sieht natürlich da anders aus. Ja, und dann kommen wir mal zum nächsten Teil. Wir klären das einmal. Ich hoffe, das ist. Okay, dann selber macht der mal so. Ja, please. Okay. Das ist nur so. Ja? Oh, ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr neu konzentriert. Okay. Jesus. Was ist das immer? Wo kommt dieses Bild her? Welches Bild? Das, was in den Abgrund ist. Nochmal kalibrieren einfach. So, okay, nächster Schritt, ihr seht hier auf diesem Image faktisch eine Luftaufnahme des Dresdner Zentrums. Ich würde euch erstmal ganz kurz bitten, die meisten von euch werden wissen ungefähr, was es ist. Ich will euch nur zeigen, das Ganze ist eine 3D-Projektion aus Luftwirf, das heißt, je näher ihr hier herangeht, umso eher erkennt ihr die Tiefendimension des Ganzen. Ja, passt doch ein bisschen auf mit der Wand, die ist irgendwann physisch da. Ja. Ich hab immer diese Realität. Und genau. Folgendes würde ich euch jetzt bitten in eurer Gruppe. Ihr wählt mal ein Areal aus um den Altmarkt. Ihr nehmt jetzt einen Stift. Ja, und ich zeige mal ganz kurz, ich stelle mich hier mal so daneben, dass ihr sehen könnt. Nehmen mal so ein kleines Areal, ja,
dass ihr euch bitte markiert. Also pro Gruppe ein Stift, genau, mit Rot oder mit Blau, Grün, je nachdem, was ihr euch vereinbart habt. Rot sind wir. Ja, rot sind wir. Dann wäre die Idee gewesen, ursprünglich die Frauenkirche zu implementieren, aber ihr seid alle nicht groß genug. Also deswegen orientiere ich mal. Ich kann ja springen. Ja, genau. Wir können auch einen Postplatz nehmen. Macht, was ihr wollt. Okay. Macht, was ihr wollt. Aber wie groß soll das jetzt sein? Es sollte nicht zu groß sein. Es sollte bequem mit einem Arm. Das sollte man es einmal oder machen. Wenn können. So ja, ehrlich. Also das genau. Rathaus? Probiert, was ihr erfahren und fahren. Okay. Ja. Also, macht es nicht zu groß, bitte. Nicht zu groß. Wenn es in der Nähe vom Altmarkt liege, wäre es nicht verkehrt. Habt ihr? Ist das zu groß? Das ist gut so. Das ist gut so. Ja, nehmen wir halt Altmarkt da rum, oder? Hier müsste Postplatz sein. Ja, da ist der Postplatz. Nehmen wir einmal hier so das. Ich kann nicht super ein bisschen zeigen. Das ist so gut. Ja, mein Oma allein können. Ich höre mich halt selber die Begriffe sagen. Ja, das ist genau der Witz. Man hört sich selber zu und sagt, da ist X, ja. Ich sag auch mal hoch rüber. Genau, hoch rüber. Genau, und dafür ist es, Veronika, genau dafür ist es gedacht. Ja, man hört sich selber beim Sprechen zu und denkt sich, ach, du große Güte, ja, okay. Nutzt man ja doch. Brauche ich den Stift nur? Oder? Nee, den Stift können wir jetzt ausmachen. Also, ihr müsst wissen, welches Areal ihr genommen habt. Ja. Okay, schaut doch mal drauf, also, dass ihr ungefähr wisst. Ich habe einen Griff an unserem Rücken. Ja, genau. Nein, eine Henke. Sieht aus wie ein Rückspiegel rechts. Das nehmen wir jetzt mit. Genau. Achtet auch mal auf eure Gesten, also das heißt, wie ihr selber euch versucht im Raum zu positionieren. Okay, jetzt folgendes. Ihr seht hier zwei Arbeitstische. Mhm. Ja. Vielleicht ahnt ihr schon ein bisschen, was jetzt passiert. Ihr baut das Ganze nach. Mhm. Und zwar mit diesen Spheres. Sucht euch einen Punkt aus, von dem ihr anfangt, verhandelt bis ihr werdet nicht alles schaffen. Und versucht so gut wie möglich mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Ja. Fangt, ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. Zeig doch mal drauf, Veronika. Da ist der Rathausturm. Wollte ich erstmal bloß die Tür flachen. Genau. Das heißt, aber warte mal, es gibt. Genau, ihr könnt faktisch von hier aus könnt ihr sehen. Und genau, fangt an. Das nachzubauen, so gut wie ihr es könnt. So. Ich mach's nicht, übertreib's nicht. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Die Cubes also, sind so nur 4 Stellen da, oder? Ja, genau. Das wurde instant classic. Ich hab den Tumor. Das wäre doch nicht genau. Ich glaube, guck mal, wenn du mal wieder ein bisschen schütteln für Hausi. She has nothing in hand. No, no. And I have to talk. Davon ausgucken. Aber was
Noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt einfach von deinem Sturm aus. Und dann finden wir jetzt hier irgendwie so, keine Ahnung. Sonst wird es nicht mehr. Ich glaube, das wäre ganz gut. Voll mal an. Das ist toll. Das kann verhältnismäßig ganz schlecht. Ich bin gerade unfähig, das zu drehen mit dem Kordel. Deshalb wollte ich ja die Linie einzeichnen, dass wir das ein bisschen orientieren können, weißt du? Das dürfen wir bestimmt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Könnt. Ich kann auch die Linie einfach nehmen, kann man die Linie nehmen. Mhm. Deshalb würde ich es einfach so als grob machen, eine Linie. Ich kann die keine Zylinder, das ist so. Das ist toll, ja. Ja. Aber warum haben wir versucht, das zu drehen, hätten es euch auch so machen können, wie es so ist? Oh, das ist so. Kannst du vielleicht noch mischen? Ja, ja, so das habe ich mir aber auch mal erst überlegt, warum nicht einfach das so machen, wie es da ist. Und wenn man die auf den Rücken legt. Ja, ist weg. Okay, dann musst du mal da weggehen, dann war ich das. Oh Gott. Dann war ich das so weiter. Also meine Idee wäre jetzt. Meine Idee wäre, dass man einfach das längliche jetzt mit liegenden Zylindern außenrum macht. Ich glaube, wir brauchen noch einen fünften Quader, wenn man den noch hier dazu. Auf der Brille irgendwie eine Leistungsanzeige, FPS und sowas angezeigt. Oben links ist im Sichtfeld. Hier ist die Straße. Ja, jetzt verstehe ich. ITC, FPS-Number und dann andere Microsoft-Software. So, Cube. Ist okay, Paul? Ja. Das ist ja erstmal eigenwillig, ne? Ich bin nur so froh, dass die Blöcke weg sind. Ja, ja, genau. Ja. So, das bleibt so. Ist das? Das ist der Block, das ist quasi der Block von. Oder das ist so ganz akkurat. Das ist die eher noch lang gekriegt. Ja, also niemand gesagt, dass es auf dem Tisch liegen muss. Leicht angeschrägt. Ja, ja. Ist gut. Du machst es so akkurat. Ich wollte mal so ein Loch haben, wie da sind ja so Löcher. Das kriegen wir auch kleine Linien. Das Problem ist, wir machen das immer so was. Ja, ja. Machst du lieber hier rüber und du kannst dann. Ich kann es ja so andeuten, dass auf meinem Loch so. Als würde ich hier noch so einen kleinen zu dem Loch. Ach, wunderschön. Wunderschön. Wer erkennt nicht sofort das Rad? Sofort die Innenstadt von Dresden jetzt. Okay, gut, so wird es sein. Also, ist doch so. Vielleicht ganz kurz. Das ist das zweite Orientierungsexperiment gewesen, was euch möglich macht, zu kollaborieren. Also zusammenzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen, wie machen wir das, wie groß. Genau. Und wie bilden wir eine bestimmte Szenerie nach? Also ihr habt, Veronika hat schon zwischendurch mal kurz angeteasert, ihr stellt in der Perspektivierung so von oben, sobald die Karte ist weg, die Map ist weg, ihr habt die nächste Karte
Wir fangen sofort an, mit demselben Lokalradverkehr zu arbeiten, auf andere Dinge zu zeigen. Und die Orientierung im Raum ist eine komplett andere. Ja? Höhepunkt sind dann immer so eine Dinge, das merkt ihr, bitte ich euch jetzt mal für das letzte Orientierungsexperiment, dass ihr Dinge nicht expliziert. Ihr benennt die nicht namentlich, sondern sagt immer nur, hol mal das, hol mal dies, hol mal jenes. Das sind genau die Demonstrativa. Ja? Davon noch zwei und stell die mal hier. Und mit diesem Demonstrativa macht ihr mehr oder weniger auch hier euch im Raum orientieren, zwar die ganze Zeit. Also gibt die ganze Zeit eine Selbstpositionierung ab, die es euren Mitmenschen erlaubt, Rückschlüsse auf eure Position zu ziehen. So, und jetzt der letzte Punkt. Schönes geworden. Eindeutig ein Rathausturm und eindeutig das Karree. Ja, das ist gut geworden. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, zur letzten Aufgabe. Ihr seht hinter euch eine historische Karte von Dresden. Innenstadt. Ihr habt alle Areale gebaut, die mehr oder weniger sich auf dieser Map befinden. Und ich werde jetzt Folgendes machen, ein bisschen leicht abweichen von dem, was wir ursprünglich machen wollten. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott im Himmel! Ja. So. Probiert es mal. Ich könnte ruhig noch ein bisschen größer machen, ne? Genau, ihr könnt reintreten, es wird nichts passieren. Und jetzt bitte ich euch ganz einfach, eure Modelle auf das Modell zu übertragen. Ja? Also umbauen. Umbauen. Also rüber zu tragen. Genau. Ja. Okay. Wisst ihr, wo ihr seid? Habt ihr eine Orientierung? Hier ist die Hofkirche. Kann leider gar nichts sehen. Das ist das Problem. Wollen wir es lieber auf den Tisch legen? Das ist. Mit dem Gestures müsst ihr jetzt ein bisschen. Okay, dann weiß ich, weil da außen steht, ich kann es auch so umschreiben. Seht ihr mich? Ja. Direkt über mir ist, ich glaube, die Hofkirche. Nee, was ist, wo singen die Kinder? Die Kirche. Die Kreuzkirche. Also, ihr seht, also vielleicht ganz kurz, ich zeige es euch, bevor wir jetzt zu lange rätseln. In der Mitte ist der Altmarkt mit dem damaligen Rathaus, das heute nicht mehr steht. Das war das erste Haus in Dresden mit einer Uhr. Direkt hier vor mir seht ihr die Augustusbrücke mit dem Georgentor. Okay. Was nicht mehr steht, seht ihr hier drüben, das ist die Sophienkirche. Mhm. Ja, davon stehen nur noch die Türme als Erinnerungsmal. Okay. Die Frauenkirche ist damals außerhalb der Mauern der Stadt, die liegt hier. Ja, das Areal, also das heißt, das was ihr da seht, Kreuzkirche, inneres Areal, Altmarkt. Und Augustusbrücke bilden damals eine Wirtschaftseinheit. Das heißt, die Einnahmen aus dem Zoll für die Augustusbrücke gingen direkt in die Kassen der Kreuzkirche. Deswegen ist die auch so schön groß. Ja, also das heißt, das ist das Areal. Ihr könnt euch faktisch bewegen. Das Wichtige ist jetzt nur, ihr seht eure Füße nicht. Ja, das werdet ihr merken. Seht nur die Füße von anderen. Und ihr habt beide zwei Areale gewählt, die zum Glück weit genug voneinander weg sind. Versucht mal, und deswegen habe ich euch das jetzt hier so platziert, versucht mal bitte eure Dinge umzubauen. Das ist jetzt so das letzte Experiment. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schlecht. Genau. Ihr könnt auch drauf malen. Also ihr könnt, nehmt die Stifte, zeichnet euch die Areale an und versucht erstmal die Areale überhaupt zu identifizieren. Also ihr seht hier die Straße, die Augustusbrücke verlängert der rechte Rand von uns. Ja, ich denke auch, bis zum Mauer. Ja, das ist recht, wollte ich auch gesehen. Die müsste oben rein, das ist ja faszinierend. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen rumlaufen, dann ist der Teil, auf dem ihr euch bewegt, schärfer oder nicht. Und jetzt müssen wir aber bewusst drehen, das Bild zu sagen. Also ich gebe euch mehr, eigentlich nicht. Nee, also im Kopf, also im Vergleich zu unserem Modell. Vorsicht. Das was. Ich kann drauf malen, aber das geht nicht. Nee, nicht mit dem. Oder so oben drüber. Wir müssen oben drüber malen. Ich glaube, das was hier, also das was hier oben ist, ist bei uns ja quasi halb. Ne? Das ist einfach so.
Ja, so ist gut. So ist gut? Ja. Und da stelle ich einfach gerade hin und mal das auf der Höhe auf deiner Hüfthöhe. Genau, du siehst die Kreuzkirche rechts davon, da ist ein Strich, da fängst du an. Warte mal, ich muss auf die andere Seite gehen. So, ja. Genau, runter. Und dann bis runter um die Dachmauer. Dann nach links. Nach links. Rein links. Ja, cool, Robert. Das wäre ja, jetzt so oben links, oben rechts die Ecke, ne? Diese beiden, genau. Genau. Ungefähr so würde ich von der Position denken. Das hier, ne? An der hier. Ja, ja, genau. Genau. Also was wichtig ist, diese Fliegenkirche, die da sehen, die steht heute nicht mehr und die beiden Türme, die letzten beiden Turmspitzen dieser Fliegenkirche, stehen faktisch hier über den Fresshofen. Ah, okay. Ja, das sehen wir heute noch. Da sind wir noch ein kleines Stück mit da drüber. Entschuldigung, es ist sehr schwierig, die. Ja, warte. Ja, verdammt, jetzt ist das. Dann müssen Sie da stehen, wenn wir jetzt sind. Halt, ich versuch's mal. Ein bisschen dahin. Ja. So. Ja, mach's mal. Gut. So ist okay. Ja, also dann gehen wir jetzt durch die Häuser. Genau. Dann würde ich sagen, dann können wir aus anderen schönen grünen Blöcken dann vielleicht bis in der Reihe unten. Siehst du die einmal da ist ganz rechts an der Stadtmauer, da ist ein Tor. Siehst du das? Und rechts davon hoch ein Stück, da ist eine klare Straße. Da stehen ganz viele Häuser ineinander. Okay. Und die ist bestimmt jetzt die, ich weiß noch nicht, wie die heißt. Die wurde Eismarkt dran. Entschuldigung. Hier, das Kreuz. Genau, das ist die Straße über der Altmark gerade. Das Problem ist, also, was du zeigst, ist, dass man da nicht nachpositionieren kann. Ja, das ist schwierig. Wenn man aus der Perspektive darf ich einfach mal das hier? Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt hier einmal eine Ecke, oder? Nee, das ist weit draußen. Das ist weit draußen. Ja. Also hier. Nee, auch runter. Unter die Seite. Ich habe halt so viel auf einmal eine Hand. So, du siehst auch. Hier, da ist doch so ein Häuschen rechts an der Stadtmauer, oder? Das sind viele. Nee, an der Mauer, direkt auf der Mauer, da ist ein Dach. Das. Genau, und dann aber ein Stückchen. Aber der Altmarkt ist doch weiter oben. Nein, nein, das ist doch der unterhalb vom Altmarkt. Also sind wir auch. Also, das Problem ist, dass die Stadtmauer nicht mehr steht. Das, was Veronika gerade meint, also wenn du vom Altmarkt wegkommst, an der Kreuzkirche vorbei. Ach, und dann hast du hier eine alte Stadtmauer. Ja, das nicht also ja, aber doch, im Verhältnis zum Altmarkt müssten doch hier irgendwo rauskommen. Ja, okay, dann stimmt, dann müssen wir ein Stück höher. Hier. Ja, dann sind wir da. Hä? Das, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, okay. Okay, ja, das tut mir leid. Genau, wir sind ja überall vom Altmarkt unterrichtet. Ja. Genau. Und dann geht der Block, hier hört er ja dann auch auf, ne? Nee, weiter links. Moment, warte, ich sehe den ganz aus. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt hier rüber und dann hier runter irgendwo. Ja, genau. So. Was soll das? Wir müssen den Turm nehmen. Okay, Folks, ich danke euch für das letzte Orientierungsexperiment. Genau, stellt euch nochmal ganz kurz hier auf, damit ihr euer Werk beobachten könnt. Ich hoffe, niemand von euch muss in solchen Häusern wohnen. Aber das Interessante ist, das letzte Orientierungsexperiment, hat jemand eine Idee, warum wir das gemacht haben? Das ist das eine, Stefanie, ja. Naja, halt eben historisches Verorten Dimensionen, also das hat eben, das hat einen ganz anderen Maßstab als die da oben, oder? Ja, das habt ihr gedacht, dass das Ziel ist. Aber das Interessante ist, und das werden wir dann in der sprachlichen Aufnahme merken, dass ihr euch an der Karte orientiert habt. Ja, mhm.
Und ihr habt Lokaladverbiale eingesetzt, während ihr hier gebaut habt am Boden, die faktisch der Karte entsprechen. Rüber, runter, hoch, ja, und so weiter. Und die haben sich gemischt mit Perspektivierungen, die ihr unten braucht, nämlich rechts und links, vorne und hinten. Und habt das beides kombiniert und das war auch für das Gegenüber kein Problem. Beide Orientierungssysteme sowie in dem Körper, in der Vertikalität oben und unten miteinander so zu kombinieren, dass man das versteht. Das Interessante ist, wir haben die Aufnahme auch ohne VR. Das heißt, wir werden sehen, wie euch mir genau das macht, ohne irgendwas zu sehen. Das heißt, das Ganze hat mehr oder weniger in der Simulation der Dexit Oculus, in der Dexit am Phantasma funktioniert. Das heißt, ihr wart am Phantasma unterwegs und habt faktisch diese unterschiedlichen Orientierungsstufen miteinander kombiniert. Bin total gespannt auf die Aufnahme. Ich muss schon zwischendurch mehr als herzhaft lachen, weil das genau so aufgegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Danke für das Experiment und ihr könnt jetzt die Brillen abnehmen. Vorsicht. Okay. Danke. So, genau. Wenn ihr euch irgendwo hinsetzen wollt, setzt euch irgendwo hin. Das ist erstmal total einfach, weil es Geräusch weg ist. Ja. Und wir mehr oder weniger jetzt vollkommen. Ja, genau, erstmal ein bisschen. Ihr braucht jetzt wahrscheinlich erstmal so eine kurze Rekalibrierung. Ihr wartet jetzt ungefähr eine Stunde. Genau, ungefähr eine Stunde in der Technik. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr lang. Ja. Und für euch aber möglicherweise diejenigen, die ein bisschen Sorge hatten, ob Motion Sickness ein Thema sein könnte. Das Ganze ist natürlich eine sehr spezielle Umgebung, weil ihr immer merkt, wie euer Körper sich mitbewegt. Und dadurch. Natürlich, mehr oder weniger was hochgegangen, aber der Körper hat immer das Gefühl, er bewegt sich gerade und dadurch stellt sich die Frage. Ja, man dreht sich halt selbstständig, ohne dass das System einbewegt. Genau, also genau. Und also seid vorsichtig, wenn ihr in Zukunft es ausprobiert. Ja, also ihr seid jetzt nicht geproved, ja. Und das ist ein sehr spezielles Setting hier. Man darf nicht so schnell den Kopf bewegen. Das ist eine Frage der technischen Limitierung. Ja, aber auch die Brille. Genau. Das ist eine technische Limitierung genau dieser Technik. Wenn man jetzt sagt, okay, wir legen mal 5000 Euro drauf und ihr kriegt eine Verbindung in 60 oder 120 Frames, dann zieht es aber. Aber genau für diesen Anwendungszweck finde ich den AR-Film tatsächlich besser. Aber gibt es kaum noch welche? Ne? Ja, so, vielleicht ganz kurz nebenbei, hat sich eingeschlichen, das habt ihr nicht bemerkt, Matthew McGinnity, den ich ganz kurz vorstellen darf, aber du sagst sicherlich auch, was du dich sagst, ne? Okay. Er ist der Herr des Hauses und schaut mehr oder weniger sehr besinnt darauf, was wir mit seinen Möglichkeiten machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns noch eine kurze Feedbackrunde machen und kurz darüber sprechen, was möglich war, was nicht, was euch gefallen hat, wo so die Informationen sind. And we start with some just on paper, some very quick multiple choice, and then we'll have a discussion. Yeah? And we'd love your feedback on this. If any of the questions are not we were since I mixed it, Aber es ist trotzdem alles I'm the one
Unterschiede für so First of all, get their impressions before we give them feedback. So we could have put the screen here so that I could see it. Yeah. Okay. But the cable was not long enough, so. Right. Yeah. So actually, that's interesting because when I was filming, it really felt I could feel the sense of being observed because it was kind of like people really observing as if it's some play or something's going on, like really like an audience. Yeah. So could you see us? You could also, there was no virtual. Like in the past room. Yeah. You could see it. Yeah. Okay. But that was interesting. Yeah. Okay. That's why I try to not say anything, you know, try to be really quiet.
existing tables and whiteboards and so on, then you have to really work with
Was the best place to share the cyber proximity? Like more than the language that is on the third. Thank you so much for taking part in this experiment study. Now we will go through a few questions to get your initial impressions. As I said earlier, you can answer in English or German. So most of the questions that I pose is going to be in English, but Herman Kopp is going to propose it probably in German. So it's up to you. And usually we start this discussion with, so we start with the open-ended question. So if you were to imagine, so right now we saw that the system's not perfect, right? There were challenges, there were input challenges, there were things going wrong in the calibration and so on. But if you were to imagine kind of like a perfect mixer reality system in the future, how do you imagine this being used? I mean, I think there are many ways how that could be used. One that sprung to mind was just the ability of, for example, browsing through a map or a virtual model of an area where, while there is a verbal lecture, would be, I think, very cool. Because, like, for example, if it's a historical lecture and there is an introductory on, and then they went here and from here and so on, and you can actually not just use Google Maps on your computer while you're sitting in a lecture hall, but actually zooming in and looking at different things. That would be, I think, very fun and also very helpful for understanding. And the second thing I immediately had in mind was collaborative annotations of some sort of material, you know, whether it's a visual space where you paint things and connect dots, or it's whatever. A map or anything where you can work together and say, like, okay, here's a point of interest from my point of view, maybe everybody has a color and so on. These are two things that I could absolutely see work really well and also work well in all kinds of subjects. It's kind of independent of what the exact topic is. Just to see, there's a collaborative annotation tool. And it's so easy. You just to play around with this with the cubes or the forms, it makes immediately fun to play with. Even if you are just writing some solutions on the sign or something, everybody can do it. And everybody can look around and watch what others guessed. Yeah, it's just entertaining in some way.
ich glaube generell alles, wo man irgendwie eine räumliche Perspektive braucht, also gerade in der Schule. Ich dachte als erstes auch im Geografieunterricht, also dass man eben die Pflanzen zeigen kann, eben, wo man natürlich von sich selber ausgeht, das ist, München ist so weit weg und Rom ist noch viel, viel weiter und so weiter. Das ist ja gerade in den unteren Jahrgängen sehr schwer für Kinder zu realisieren. Da ist es natürlich super, also wenn man nicht nur die Karte an der Wand hat und das zeigt irgendwie, aber eben auch kollaboratives Arbeiten finde ich auch super wichtig, weil es gerade eben länderübergreifend man sich wirklich haptisch im Raum treffen kann, vielleicht ja auch, oder halt eben sagen kann, ich baue dir was auf, ich zeig dir was und du guckst drauf und man halt nicht nur eben den Bildschirm hat, auf den man schaut und irgendwie Text liest und this would have been a question of mine. So in a perfect setting, would it be able and possible that people meet in a room that are in different places, actually? Yes, so remote. Remotely. Yeah. So because I'm here for the perspective for inclusiveness, and there are always people that aren't able to participate, for example, because they have their physical disabilities, but also, for example, people from the autism spectrum disease, so which might have problems to be in a room with other people. And in these cases, they are also able to participate if they can use the lenses and join a learning group, for example. So that's always a possibility. So remote virtual reality is also something that exists. But in this particular project, we are mostly interested in co-located. But yeah, definitely, that's possible. Isn't it just like that we can do both? So we could bring groups together as well. We could join classes. That's cool. I mean, it's a form of internationalization that is not as expensive and time consuming as usually it is for people to go abroad, or not everybody can go abroad. So I think that could be a good way of, you know, giving people an interaction with people from all kinds of places in the world without having to spend a lot of money for a semester in some other university or something like that. Und du brauchst natürlich, wenn du das umsetzt, brauchst du. Ich fange mal anders an. Wir überlegen die ganze Zeit, wie wir hybride Settings in traditionelle Lehrformate entwickeln. Die ganze Zeit im Spiel. Ja. Und wenn wir jetzt im Nationalisierungskontext zu sprechen, hätten wir damit einen Punkt, und das hat Veronika schon angesprochen, also mit den unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten, die wir sonst in der analogen Welt nicht haben, die faktisch das zwingend notwendig machen, ja, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und dann brauchen wir, glaube ich, Themen, die international bespielt werden können, sodass man auch klar machen muss, also wenn das wäre der nächste Satz, eine perfect picture. That we can collaborate on several places, maybe not at the same time. That could be an issue, and so we have to South Africa because they are in the same time zone, like Europe. Are there any particular types of kind of teaching exercises, or let's say formats or arrangements that you think it would really work well with, or not work well with, for PAC, but you sort of thing? So for me, the lecture didn't work very well. Maybe because it was my first time using this technology, but
for me it was really hard to read, because you have to be really straight in front of it. Otherwise, if you are looking from the side, it's all blurry and you can't read it. And also, it was hard to concentrate for me. Maybe only the distraction from the technology that can improve if you get used to it. That was my thought as well for the collaboration. Maybe it's just because it was new and we're all in this new setting and it was exciting to do something, but I don't know if it will be that exciting forever. So the students get used to it and then, again, I don't know. Yeah. But I think that might also be an advantage. I was actually thinking that if you do that as one-off session in, let's say, a semester, you have a course that is just like a normal physical course and you have one session in this setting, I think that maybe this, I have to, adapt how it's working. Oh, it's so exciting, now I can throw around a little pyramid and stuff. I think it can also distract. And I was actually thinking that if people get more used to it, it's probably easier or more effective that they can actually use the benefits for education, for teaching and so on. But I don't know, maybe it also wears off and people are just annoyed to put on these headsets again and say like, yeah, I know how it is below. But I would agree that the lecture was a bit difficult. I think everything that involves reading text is right now a problem, which would, for the subject we come from, at times we just need to read a lot of text. That's probably a kind of format where it doesn't make sense. And as I said before, I think everything that involves collaboration and like, especially if it's collaboration and something visual or spatial, I think that's probably my impression where it works best, where I would like the most as a participant or as somebody who has to teach something like that or something. Yeah, I want to show you different kinds of presentation in Zoom. And the text on the wall was one of it. To show you, okay, that's maybe complicated, and I want to see how do you act in space, that you can read the text and not take the view of our students, and you orientated in the room all the time in the presentation, that everyone can read something on the wall. We didn't need it, but give it a try to read it on the wall. Because your question was that which methods would work here. I'm a teacher for vocational education for health professions, and we work with settings which are called Handlungssituation, situations where you need to act. We present a case and they have to act. I could imagine creating this setting and like really experiencing it, because the students sometimes get bored and it's all they have to imagine, and they have fictive conversations that they have to write down, but it would be different if there's really laying a person on the floor and they have to go there and show their skills in, I don't know, first aid, for example. For this, I could imagine it would be nice, for example. Oh, that sounds a great idea. Because it would be, is an action required? Yeah. Activity, but there's also a context. Yeah. That's yeah. very important. And you could create this context. Yeah, and that's, we all always say in the teaching settings, the problem is, it's where those situations are very complex. And you could also hide clues that could help to understand what happened, for example, if you don't tell them before. The concept that you are looking for is the so-called Simulationsarena in our Münster. It's a VR setting for students in medicine. Mm-hmm. And they have
have to help somebody who's laying on the side of the autobahn at night in the rain without any lights and cars going by at 180. And they are crying because they are getting cold stuff. Okay, I never heard of that. But Stefan maybe actually did here at Hiltrissen exactly what you were looking for last semester with Professor Walter at Nursing Didactics. Yeah. Oh. But what I really liked about this room in comparison, we just used 360 degree recordings. Yeah. And we didn't have, I mean, we had hints and clues in the room, but we really couldn't do any motions with our hands because we don't have your skills of programming this. So that was really interesting how they could actually move the shapes. And that is something that I think would really enhance learning also for nurses. Yeah. One thing I just realized that I think is very key about this, or very cool, is that it involves directing your attention. And I think that is a skill that is sometimes hard to teach in a class when you just have a bunch of slides, because you're always directing your attention the same way. You're starting at the top, you're going down in order, and that is an important skill in many, many fields. I mean, the first aid setting we just had, it's so important not to be just focused on one thing, but look at the surroundings, what could be dangerous, what could be helpful. And so I think the option of having a big setting that involves things at different places, and that one part of the task is that you have to choose where to direct your attention to at what time, I think that's actually has some huge potential. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal runterbricht auf Grammatikunterricht mit Erstsemestern, hat es definitiv Potenzial, weil ich glaube, manchmal fehlt mir, also wenn man redet man ja ganz viel und sagt irgendwas über Satzglieder und die sitzen da und die gucken nur auf das Papier und die sehen nur die Papierebene. Die sehen Sprache als den Satz im Kompletten und denen fehlt die Tiefe. Und ich glaube, das könnte man hier sehr gut, wenn man es wirklich, also man kann es in 150 Leuten, glaube ich, schwierig gestalten im Kurs, aber das wäre wirklich mal was, wo man sagen könnte, nein, das ist nicht nur der Satz, sondern da hängt was dran, das ist irgendwie, Sprache ist tiefer und das hat unterschiedliche Ebenen, auf denen es verbunden ist, dass man einfach da wirklich haptisch mit den Würfeln, das ist ein Satzglied und das Satzglied können wir verschieben und so ein Kram arbeiten kann. Dass wir das im ersten Semester nochmal machen müssen, anderes Thema, aber eben gerade für die Schule auch super, wäre super geeignet. Eben, oder auch auf Baumdiagramme. Ja, genau. Aber eben auch auf Morphemebene, dass man halt sagt, okay, dieses ist eine Substantivierungsendung und das schieben wir das einfach mal hin und her. We talk about gamification and morphology and syntax and so on. And tree structures. You can give the red a cube, the meaning of bone. Yeah, and the yellow one of loud. Yeah. And then give a sentence and say, build the sentence with this cube. Yeah. Fuck. Just from my experience today, I might add something to the inclusion of neurodivergent kids. Absolutely not. Mm. I was this close to a meltdown several times due to severe sensory overload. This is so much too much. Even with all the sound and the visuals, and then the sudden changes, like everything changes, or the picture, where does that picture come from? No, just way too much. It doesn't matter if you're have autism or ADS, ADD, doesn't matter, it's just too much. I'm still not 100% sure if I'm all right now. Okay. And the focusing on anything important, no. Okay. Mm. Only for experience. Yeah. And then not look there, look here. I move it to this place, could be difficult. Yeah.
can you imagine though that using the same technology instead of bombarding you with things everywhere actually you restrict? If someone put enough thought into what people with autism actually need, probably, because you could reduce certain colors, the sound, yeah, especially the spatial sound. The second headset was really loud and that was really spatial. Okay. It's just confusing when there are cars in a room without cars. Yeah. The headsets themselves need to be more comfortable. As at some point my head got hot, yeah, and yeah, I had to put it tighter around my head because the distance between yeah, yeah, eye and, yeah, and the glass was a little off, and I needed to decide if I wanted to tie it around my head or if I want to see anything sharp. Okay. You just lose focus on everything if you're that uncomfortable, and everything's just loud and colorful, and it was a little bit like Fremont Street experience. Okay. That's okay. Much too much. So just say that you guys were going a long time. Okay. Yeah. maximum. Ich habe euch, viel erfahren. Ja. Aber danke für das. Danke für das. Die technischen Limitierungen sind tatsächlich, glaube ich, uns allen bewusst. Ja. Also das heißt, das ist, fängt bei den Frames an, bei der Frage der Kalibrierung, wie gehen wir mit 6 Leuten in einem Raum um? Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, es sollten nicht mehr sein. Mhm. Ja, weil sonst sieht man praktisch von der Umgebung praktisch nichts mehr. Und ich denke, dass das wirklich auch das Maximum war. To 6 people and a teacher. And maybe 4 will be cooler. Mhm. Yeah. Especially if you use the floor and such things like this. But, aber Stefanie, ich habe tatsächlich euch viel abverlangt. Vielleicht auch mal von mir eine Frage, also hättet ihr während dieser Erfahrung, die ihr gerade gemacht habt, zwischendurch vielleicht noch ein bisschen Unterstützung benötigt? Und wenn ja, in welcher Form? Also ich glaube, es wäre ganz cool, wenn man irgendwie, wenn man einen haptisch, also einen Raum hat, hat man ja auch irgendwo eben so zum Beispiel den Ort, wo man den Rucksack abstellt, wo man was trinkt und sowas. Also dass man so Arbeitsräume und Pausenräume, stille Räume, Orte und so weiter auch im Digitalen mehr macht, weil es war jetzt schon, wenn man sich außerhalb des Bereichs bewegt hat, dass man so komplett die Orientierung verloren hat. Also dass es so Safe Spaces oder irgendwie sowas gibt, wo man da so kurz sich sammelt, was es ja eben im Klassenraum oder jetzt ähnlich auch gibt. Ja, vielleicht sowas in der Art oder so ein Fenster, keine Ahnung, irgend sowas halt, wo man sich so orientieren kann, was starr bleibt, wo man so sich so Sicherheit suchen kann. Unterstützung. Ich glaube, ich kann mir helfen mit diesem Drehung auch. Weil ich habe nie Quiver oder Kamera machen können. Ich habe sie die meiste Zeit auch nicht anfassen können. Ich habe keine Ahnung warum. Manchmal ging es nicht. Und ich habe jetzt schon mal wirklich anders gemacht. Aber ich glaube, das ist eine Übungssache. Also die, ja, die Feinheit auch der, also es gibt ja für alles Tools, ne? Also es gibt ja Kontrolle. Und möglicherweise tatsächlich wäre es, ich habe überlegt die ganze Zeit, wäre es einfacher, wenn man faktisch eine farbige Markierung auf den, auf den Fingern hätte. Also auch für sich selbst, also weil man dann ja auch seine Finger anders wahrnimmt im Unterschied zu den anderen Fingern, sodass man die Geste leichter sieht und dann ist sie natürlich auch leichter erkennbar, ne, für die Kamera. Da würde ich einfach das mal testen, ob das rein wäre. Vom Bedienkonzept her finde ich die mit tatsächlich Controller kommen auch schöner. Okay, weil die hätten wir da gehabt. Weil das lässt sich dann schöner, weil man hat was Physisches, wo man wirklich merkt, was man macht. Und die Steuerung wird dadurch auch leicht präziser.
Aber ich weiß halt nicht, wie das bei VR ist. Ich kenne die Dinger halt bloß von den verschiedenen AR. Ja, das ist dasselbe. Das ist faktisch dasselbe. Okay. Also das heißt, die sind mit einem Ringschutz, dass man, wenn man jemanden schlägt, nicht sofort mit der Faust gewammelt. Und ansonsten sind alle Gesten faktisch mit einer Hand bedienbar. Oder mit der anderen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Mir ging es tatsächlich andersrum. Ich fand es tatsächlich ganz angenehm, mal nicht gerade auch für so eine lange Zeit das Ding in der Hand zu haben, sondern das nur mit den Händen wirklich machen zu können. Ist vielleicht auch eine Übungssache, wie vertraut man sich mit diesen Controllern vorkommt, aber bisher hatte ich es oft und eben auch, wenn man dann x Knöpfe drauf hat und sie gar nicht alle braucht, dass es mehr verwirrt als wirklich viel hilft. Aber interessant ist vielleicht, ne? Ja, mit den Geschmackssachen, die ich kenne, hast du halt auch bloß meistens die drei Knöpfe. Also ich muss von der Magic Root sprechen, weil das einzige, was ich wirklich länger benutzt habe. Und dort hatte man, ich glaube, zwei oder drei Knöpfe. Okay. Und hat ansonsten das Ding auch im Raum bewegt und man konnte auch die zweite Hand nehmen. Also das hat die Brille auch erkannt. Ja. Aber dass man halt hauptsächlich, ja, das war auch nicht so klein und bobbelig, da waren nicht so viele Knöpfe. Also das war wirklich relativ groß. Du musstest da nicht großartig hingucken. Das hast du im Gefühl gehabt, das Ding lag relativ gut in der Hand und dann hast du auch einfach. Es fühlt sich natürlich an, das mal so zu sagen. Was ich richtig schrecklich fand, war mal vor ein paar Jahren, war ich hier, da habe ich noch Informatik studiert. Zu irgendeiner Studie mit einer HoloLens und die haben dort ein eigenes Bedienkonzept getestet. Das war eine Katastrophe. Okay. Also, man muss, ich glaube, das wäre das, was wir heute gemacht haben, war mit Gestures gut machbar. Mhm. Und man wird mit Sicherheit in Situationen kommen, you should on the calligraphy session, yeah? Ja. If you like a point on top of the wall, yeah? Ja. Ja. You didn't get there with your finger or your gesture. They have to show it with pointing. Auch vielleicht welche Fähigkeiten trainiert werden. Genau. Also uns fehlt ja gerade das Haptische. Wir haben solche Controller und das bringt halt im Nursing also nicht ganz so viel. Wir hätten gerne lieber das Haptische. Dann natürlich nicht so was zu zeichnen, das kann man bei irgendwas anderem, sondern wirklich auch um Bewegung wie Wiederbelebung einzuüben. That's true. Although the literature tries to portray these interactions as natural interactions, they're really far from natural. Right? Yes. Yeah. That's true. Also, ich glaube, in der Kürze ist das schwer zu sagen. Mit was man noch mehr hätte machen können, könnte ich natürlich sagen, eine kurze Einführung zu der Brille geben, allgemein, wie die Inhalte. Manchmal ist ein Menü aufgeploppt oder so. Wir haben am Anfang, glaube ich, gleich diese Menüs da aufgemacht. Über die Fenster gucken sich. Aber es ist natürlich immer schwierig, ob das wirklich dann angemessen ist. Ansonsten ist das dann vielleicht auch zu viel, die sagen dann lieber erstmal nur das Grobe, was jetzt hier vorgesehen ist. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich dann auch. Das ist interessant, wenn man Menüs wieder zumacht. Dann war auch plötzlich ein Menü offen, ich habe das nicht zurückgekriegt und das war dann die ganze Zeit. Achso, nee, das ist die Raumeinstellung. Nee, das meine ich nicht. Ich hatte dann selber noch eins. Achso, ich hatte mein own Menü. Wir hatten erst vielleicht schon mal so angesprochen, so ein bisschen aus der Lehrerin-Perspektive, weil ich jetzt schon mitbekommen habe, dass unter euch Lernstudierende sind. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, solche oder ähnliche Technologien allgemein in näherer Zukunft in den Klassenräumen zu integrieren oder vorzustellen? Wenn ja, warum? Wenn nein, vielleicht warum auch nicht? Vielleicht Herausforderungen und Probleme, aber auch vielleicht die positive Seite dahinter? Also es gibt ja schon sehr viel, vor allem im Geschichtsunterricht, was so Richtung Gamification im Geschichtsunterricht geht und irgendwie Spieleinbindung und so weiter. Davon bin ich immer kein Fan, weil ich immer dann so der Meinung bin, man muss ja natürlich, also Geschichtsunterricht ist quellenbasiert und so weiter, und die Quellen kann man nicht weglassen, um halt irgendwie Darstellung zu zeigen, weil die Darstellung basiert auf den Quellen. Also es muss schon irgendwie Hand in Hand gehen. Trotzdem finde ich aber, also ne, wir müssen halt aufpassen, das ist ja sehr, wie du schon gesagt hast, emotional halt überstürmend. Und das sollte ja Unterricht gerade im Geschichtsunterricht nicht sein. Also wir können keine Schülerinnen und Schüler in die NS-Zeit schicken zum Beispiel. Sowas, ne? Was oft, wenn man die Diskussion hört, manchmal das Gefühl kommt, dass es darum geht und dass es emotional überwältigend und das sollten wir nicht und das dürfen wir auch nicht. Trotzdem aber gerade für eben, ja,
Bewegung im Raum. Man muss ja wirklich, wenn man Unterricht macht, vor allem in Geschichte- und Geografieunterricht, das haben wir vorhin schon gesagt, sehr viel, wir sind jetzt in Frankreich, wir sind jetzt in England, wir sind jetzt an der See, eben wenn es um was weiß ich, oder halt eben, wenn die Kolumbien-Sachen macht und sowas, was sehr, sehr schwierig ist für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht zweimal im Urlaub waren so, und kaum sich bewegt haben von dem Ort weg, dass man einfach solche Sprünge örtlich und zeitlich macht, aber dann nicht unbedingt dann von da dann zu sagen, okay, und jetzt kommen die Entdecker an. So, das fände ich schwierig, aber dass man halt zeigt, okay, wir sind jetzt wirklich weit, weit weg. Das sieht ganz anders aus, eine ganz andere Vegetationszone und hier passiert jetzt was, um so Verortungen so durchzuführen. Da fände ich es richtig, richtig gut, weil das fehlt. Die Schülerinnen und Schüler leben ja aus ihren eigenen Erfahrungen raus und sitzen danach und verstehen nicht, warum es denn so ein krasses Erlebnis ist, wenn man auf ein Land stößt, was ganz anders aussieht als das eigene, was man kennt. So, das kennen sie ja nicht. Also, ja, so was in der Art. Vielleicht nochmal andere Beispiele, vielleicht auch andere Fächer, die man Biologie, also wir hatten gestern das Gespräch, also man braucht faktisch keinen Zoo mehr. Also wozu brauche ich ein Ozeanium? Wozu? Ja. Und das Ganze kann man natürlich durch Projektion lösen. Ja. Die Frage ist aber tatsächlich, wie kann man, sobald es in Interaktion geht, ja, also kann ich das mit Projektion nicht realisieren? Und dann brauche ich so ein Setting und da fallen mir verschiedene Dinge ein. Eine Bergwerksmine, ja, Silbermine, Spanien, spätrömische Antike. Wie sieht es aus? Ja? Also, dass man einfach so eine Orte zeigt, oder wie wäre es zum Beispiel auf Notre Dame zu stehen, auf einem Holzgerüst? Ja, wie fühlt sich das an, keine Ahnung, wenn es da irgendwie mit Bastfäden zusammengebunden ist? Und das heißt, also emotional, nicht im Sinne von moralisch-ethischen Werturteilen, aber irgendwie auf dem Schiff zu stehen, irgendwie zu sehen, wie funktioniert, wie sieht eine Rampe aus, eine Pyramide. Solche Settings zu entwerfen für den Unterricht. Es gab früher mal diese Reihe der Geschichtslehrer erzählt. Ganz gruselig. Ja. Weil ideologisch komplett überformt oder vorhin mit Rot drüber gesprochen, eine großartige Möglichkeit dieses Settings ist, Situationen zu faken. Also das heißt, Situationen zu bauen, die so nie existiert haben, was auch Schülerinnen möglicherweise sofort merken, ja, es hat so nicht existiert, aber was einen Eindruck davon vermittelt, wie es gewesen sein könnte. Genau. Und das ist so ein, das sind so Möglichkeiten, also Deutschunterricht ganz plastisch, Mathe geht ähnlich, ja, also Größen, Kleinverhältnisse, wie sieht eine bestimmte Form, also des geometrischen Körpers von verschiedenen Seiten aus, ja, was passiert, wenn ich die Fläche der Pyramide absenke und das kombiniere oder die Höhe absenke, wie verändert sich dazu das Volumen, da kann man ja auch bestimmte Formeln koppeln, und so Dinge, wo so bestimmte Dinge aufeinander abgebildet werden, das heißt, wenn ich die Kugel nehme, so groß wie sie ist, das Volumen geht so. Wenn ich sie aufziehe, ja, erhöht sich das Volumen, gleichzeitig auch der Durchmesser, ja, und der Radius. Und wenn man das aufeinander abbildet, kann ich mir das vorstellen, dass es sehr, sehr cool ist. Das hätte ich mir gewünscht, im Übrigen. Also, aber das ist alles viel zu viel. Also, ich glaube, auch in Physik könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Ich habe gerade im Kopf gehabt, es gibt in Göttingen gibt es den Planetenweg, die haben so ein Ding, wo man fängt am Bahnhof an, da ist, oder kurz in der Bahnhof ist die Sonne und dann geht es, ich glaube, 2-3 Kilometer den Berg hinauf, stehen in echt, also proportional klein gescaled, die ganzen Planeten. Und die Erde ist halt irgendwie so klein und Jupiter ist dann irgendwie so und so und die stehen dann, am Anfang kommen die so in ein paar zig Metern Abstand, am Ende die letzten irgendwo hinten raus. Sind dann hier ein paar hundert Meter voneinander entfernt, oder ein Kilometer. Und solche Größenverhältnisse, gerade so diese total riesigen Zahlen, wo nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene nichts mit anfangen können, ja irgendwie, das ist 1 Million Lichtjahre entfernt, aber keine Ahnung, ob es 100.000 sind oder 1 Million, das ist unendlich viel, aber da halt so Größenverhältnisse im Raum irgendwie wahrnehmen zu können, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so dieses, okay, wie weit ist denn das, wenn man Erde zu Mond vergleicht zu Erde zu Mars oder sonst irgendwie sowas und wie groß sind die miteinander, wie bewegen die sich im Verhältnis zueinander, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube einfach nur, wenn man was visualisieren kann,
ob das jetzt ein Motor ist in Physik, keine Ahnung, damit man nicht immer nur den Querschnitt hat im Arbeitsheft, wo man dann so sieht, sieht der einmal durchgeschnitten aus, sondern dass man dann halt wirklich, das gibt ja mittlerweile auch schon viel auf diesen AR oder so, also Körper von innen, Organe und so, dass wir so quasi selber auseinander, dass man quasi so eine räumliche Explosionszeichnung hat, durch die man durchgehen kann. Ja, genau, also das ist ja in Apps mittlerweile schon zuhauf vorhanden, aber dass man das dann wirklich mal so einsetzen kann. Also dass man halt rumlaufen kann, ne? Also dass man eben nicht nur irgendwie auf einem Touchscreen das Ding rotieren lässt, sondern dass man körperlich um den Gegenstand rumläuft. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes von der Immersion her, als wenn man tatsächlich nur einen Screen vor sich hat. Und größtenteils also finde ich wirklich gut. Ich glaube, das kann man auch viel nutzen. Ob das jetzt bei Tieren ist oder im Feldfahren. Stimmt, Tiermodelle. Ja, bring die mal in die richtige Reihenfolge. Was für ein Dinosaurier, das kann ich so mal schnell. Ja. Und dann neben so einem Pottwal stehen. Das ist bestimmt faszinierend, oder? Can I just add something to that? Got everything you've discussed so far. And it makes me think that as you get older and you go through school, education becomes less and less physical and cooperative. Mm-hmm. And if you look at the classroom, it's everywhere pictures and things, and by the time you get to university, it's a completely empty room, right? And you have this trajectory where education becomes more and more abstract. And you can only survive if you're the kind of person who can become more and more abstract. Otherwise you will. And this is the nature of that knowledge and the nature of better education. But it sounds like all these ideas you're having are saying, yeah, but it doesn't have to be. Mm-hmm. Maybe it doesn't have to be purely abstract. Vielleicht noch eine letzte Idee, und das lässt sich in jedem Fach umsetzen, dass man Schülerinnen ihren eigenen Lernraum gestalten lässt. Mhm. Das würde nicht nur bedeuten, dass man Settings vorgibt, wie mit dem Pfeilsack Räumen, sondern dass man eine Möglichkeit schafft, und das kann ja fächerübergreifend, lagerungsübergreifend, und auch schulübergreifend funktionieren, dass man sagt, wir gestalten, versuchen solche Räume selbst zu gestalten. Mit den Quellen, die wir benutzen, und daraus faktisch ein bestimmtes Ding zu entwerfen, mit dem man verschiedene Aspekte visualisieren kann. Das wäre noch so ein, das wäre faktisch das Sahnehäubchen. Weil dann könnte man auch sagen, möglicherweise brauchen wir Programmierskills und Softskills in bestimmten Grafik- und Fotoanwendungen und so weiter und so fort, die wir dann konkret am Projekt einsetzen können, also nicht im luftleeren Raum mehr. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem, was ihr heute erlebt haben. Gab es währenddessen etwas, was Sie besonders überrascht oder beeindruckt hat? Ich glaube, wie schnell das einfach normal wurde. Also es war wirklich innerhalb, also klar am Anfang so mit den Folien, das war, ich glaube, ganz gut, weil man dann nochmal so kurz ein bisschen ankommen konnte und eben. Ich kann die Folien auch ein bisschen zu Hause fühlen. Nein, aber ja, genau, also dass man halt eben nochmal so ein bisschen, ich stehe hier, ich lese, es ist sehr universitär, so vom Gefühl her. Und ja, also dass man halt, da ist die Karte, man hat das gar nicht hinterfragt. Also dass da eigentlich ja die Wand ist und sieht die und deshalb ist die da. Also, und natürlich müssen wir dann damit arbeiten und malen dann da dran. Also das war wirklich beeindruckend. Ich dachte, dass man da. Also ne, wenn man so VR hat, kommt ja immer so, man vergisst so schnell die Realität drumherum. Und ja, das fand ich immer, war ich immer ein bisschen skeptisch drum. Aber jetzt gerade, weil es halt eben noch so real war, dadurch, dass man sich gesehen hat und so noch die Raumorientierung hatte, war es halt unglaublich schnell Normalität einfach so zu arbeiten. Also, was ich vorhin schon meinte, was mich überrascht hat, ist, dass ich den Umgebungssound von der Straße zuerst gar nicht wahrgenommen. Es gab eigentlich drei Stufen. Die erste Stufe war, ich habe es gar nicht wahrgenommen. So die ersten paar Minuten, wo ich das Ding auf hatte, habe ich es nicht gemerkt. Es ist einfach ausgeblendet. Die zweite Stufe war, dass ich es wahrgenommen habe. Oh, und einen kleinen Moment dachte, hier ist irgendwo ein Fenster offen, das kommt irgendwo real. Und dann erst,
da waren bestimmt schon 5 Minuten vergangen. Ich dachte, ach nee, das ist jetzt hier, das wird jetzt hier gerade eingespielt. Das fand ich spannend, wie der Kopf bestimmte Dinge einfach ausblendet, wo er darauf trainiert ist, dass es, das ist Hintergrundrauschen im wahrsten Sinne des Wortes. Das nimmt man nicht aktiv wahr. Das kam dabei aber echt auf die Lautstärke vom Headset. Das kann sein, ja. Ich hatte jetzt beim ersten habe ich das auch fast gar nicht gemerkt, aber beim zweiten, das war dann sofort sehr viel lauter. Ja. Und das hat wirklich dann abgelenkt. Okay. Yeah, so they do have individual volumes. So it's possible you had different volumes. Yeah. Das wäre vielleicht eine Sache, die man sagen könnte. Dass man Volume einschränkt. Also, wenn das jetzt mal nicht zu laufen. Also irgendwie sowas, keine Ahnung, um da nochmal zurückzukommen. Mich hat es auch nicht gestimmt. Und vielleicht noch so auf der Motivationsebene, das, was ihr heute erlebt habt, empfandet ihr das als motivierend und anspornend oder eher als, sag ich mal so, ja, das Erlebnis eigentlich mal so als durchratternd oder habt ihr, sag ich mal, einen Aha-Moment erlebt? Wenn ja, inwiefern war dieser Aha-Moment vielleicht da? Oder was hätte man machen können, um das vielleicht motivierender zu gestalten? Also ich fand es eine sehr coole Session, aber ich finde auch das Thema einfach sehr spannend. Also ich weiß nicht, wie weit sich das überlagert. Und eben gerade dieses haptische, wir arbeiten mit Sprache wirklich, indem wir mit Sprache arbeiten, fand ich eine sehr schöne Doppelebene, wo man ja super viel draus schöpfen kann. Und dementsprechend war ich dann kurz an dem Punkt, wo ich sagte, ich würde es auch gern von außen sehen, weil ich glaube, es ist wirklich spannender von außen, als es selber zu machen. Weil wenn man sich dann selber hört und merkt, oh, das ist ein schönes Beispiel, das, ne? Dass ich es noch so hätte. Genau, aber ja, also ich glaube, es ist wirklich halt, wenn man so ein gutes Thema hat, was man gut damit machen kann, wo man auch so einen Erkenntnisschritt hat in dem, was man tut, so, dann ist das ein sehr motivierendes Arbeiten. Ich stelle mir jetzt aber schon wirklich schwierig vor, habe in der Schule Chemie gehasst, hätte ich jetzt ein Chemieexperiment machen müssen, weiß ich nicht, wie lange motiviert ich da gewesen wäre. So, weil das, wenn es zu abstrakt ist und wenn man schon halt eben in Realität vielleicht die Sachen nicht so richtig greifen kann, dann das noch ins Abstrakte zu heben, weiß, das sind zu viele Ebenen, glaube ich dann. Ja. Mir ist das von außen auch aufgefallen. Also die Motivation war recht hoch auf die Affinität. Ich fand Biologie, ihr habt euch sehr schnell eingearbeitet. Also in die Headsets mit den 40 Studierenden, die ich letztes Semester hatte, da hatte ich viel mehr auch Resilienz dagegen. So, da waren auch welche dabei, die viel länger gebraucht haben. Und ich glaube, es hatte schon damit zu tun, dass ihr jetzt hier freiwillig seid und gesagt habt, das interessiert uns auch. Da habe ich sehr viel Motivation verspürt, so als Observerin. Vielleicht allgemein war die Frage, weil das auch sehr interessant ist, was gerade schon angeklungen war, seid ihr hier, weil das freiwillig macht, wurdet ihr dazu gezwungen oder wie seid ihr überhaupt hier heute in den Raum gekommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Bin ich freiwillig hier? Also, also vielleicht ganz kurz. Wir hatten nur 6 Plätze und ich habe ganz unterschiedliche Verbindungen zu unterschiedlichen, also die beiden sind die Age-Studierenden, also die Digital Humanities-Studierenden. Dann haben wir die Fahrradzentrum am ZIL, das irgendwie die ganze Zeit, also natürlich seine Dinge mit beobachten will. Es war schon schwierig, irgendwie dann das reinzubekommen. Dann habe ich 2 von meinen PhD-Studierenden gefragt, einfach weil sie entweder affin zum Thema sind, ja. Oder eben, weil sie affin sind zur Technologie. Also das heißt, dass, so, dass man das so ein bisschen abbildet. Und Verena ist Studierende. Ich auch. Ja, genau. Und eine dritte PhD-Studierende. Ja, eben. Du hast 2 gesagt. Und die beiden diese beiden, also die bezahle ich. Ach so. das ist der Unterschied. Also wir, und wir haben es aber schlussendlich so gemacht, dass wir die Listen geöffnet haben. Wir haben gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, wenn du Lust hast, sei dabei, wenn nicht,
wenn ich, also ist aber schon freiwillig wahrscheinlich. Schon, oder? Also ist bei euch, oder? Ich habe gefragt, wer will, first come, first serve. Ja. Und dann ist Paul ist dann auch gerutscht, weil Robert gesagt hat, Motion Sickness ist nicht so meins. Ja. Vielleicht jetzt noch eine letzte und abschließende Frage von mir. Würdet ihr das heute erlebte System weiterempfehlen an andere Kommilitonen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum vielleicht nicht? Also mit der technischen Unterstützung ja. Aber ich bin auch ein großer Fan von allem, was man zur Lehre ausprobieren kann. Also ich finde, es ist immer sehr bereichernd, einfach auch so für, also allein jetzt schon die Perspektive zu haben. Ich kann ja auch so im Seminar mit haptischen Dingen arbeiten. Irgendwie sind wirklich so kleine Dinge, die man einfach sich nochmal so vergegenwärtigen muss, wo man halt einfach Lehre komplett anders gestalten kann innerhalb von so einer Stunde, die wir hier gesessen haben oder gearbeitet haben. Also dementsprechend auf jeden Fall ein super großer Mehrwert, auf den man rausschöpfen kann. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass halt in der Anwendung sich sehr viele sträuben wollen würden, beziehungsweise da skeptisch sind. Ja, zu Recht, zu Unrecht kann ich jetzt nicht beurteilen, wie wir nicht beurteilen. Ich glaube schon. Also auch wenn ich das heute leicht unangenehm fand, kann ich trotzdem nicht empfehlen, das mal auszuprobieren. Erstens reagiert dann jeder gleich heftig drauf. Zweitens, es ist halt schon spannend, weil man ja nur dann das weiter quasi beobachten kann und weiter entwickeln kann, wenn man Erfahrung damit sammelt. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, glaube ich, mit dem Zusatz, dass es eben aktuell im Experimentierstadium ist. Also ich glaube, das meintest du ja, glaube ich, am Anfang auch, dem würde ich zustimmen, dass das so, wie es jetzt gerade läuft, wahrscheinlich, wenn man es versuchen würde in ein Seminar oder sowas, wirklich nur mit dem Ziel, hier möchte ich Inhalte möglichst effektiv vermitteln, einbauen würde, mehr Schwellen einem in den Weg legt, als es Türen öffnet. Aber es ist halt super spannend, weil man eben ja, ausprobieren kann, wo könnte das hinführen und wo könnte das, wenn die Technologie ein bisschen weiter ist und vor allem auch, wenn mehr Menschen damit schon vertraut sind und das eben, ja, in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich relativ selbstverständlich sein, dass man sich so ein Ding aufsetzt und der sagt, ja, hatte ich schon 10-mal, klar, weiß ich, geht los. Und dass es dann, glaube ich, sehr sinnvoll sein könnte, wenn einfach die Barrieren und die Kapazitäten, die man darauf verwenden muss, erstmal mit dem System klarzukommen und es zu bedienen und so weiter, nicht mehr so stark sind, dann ist es, glaube ich, hat es großes Potenzial. Das heißt, so für jetzt würde ich sagen, ja, als Experimentier-Lab total. Wenn jemand es direkt schon zur Inhaltsvermittlung einsetzen wird, wahrscheinlich noch ein bisschen früh dafür. Das wäre meine Meinung. Genau, für mich vielleicht. Also für mich war es ja auch spannend, ja? Also weil wir haben das vorher nicht probiert. Ich habe es auch mit Christian zwei oder dreimal, wir haben uns getroffen, ein bisschen die Settings abgestimmt und ich dachte mir, ich bin um Mist, der Button nicht da, wo ich es gewohnt bin. Und das ist ja, aber was ich euch nicht gesagt habe, also das Problem ist, aus Perspektive dessen, der lehrt, brauche ich eine sehr, sehr hohe Toleranz gegenüber Dingen, die möglicherweise gerade, das ist jetzt in dem Setting, ein bisschen anders darstellen als vorher. Und das darf niemand merken. Und es muss trotzdem funktionieren. Und ich glaube, die richtigen Lehrpersonen zu finden, das ist schon eine Challenge. Und bei den Studierenden, da kann man halt eben sagen, ja, wer keine Lust hat, geht's halt, ja. Oder macht es traditionell. Wo ich mir es total gut vorstellen kann, ist, wenn ich Dinge zeigen kann, die ich sonst nicht visualisieren kann. Also gerade, weil Veronika sagte, so Satzbausteine in einer komplexen Baustruktur, das kann ich auf einem Flipchart, da kann ich ein bisschen Pappe hin und her schieben. Ja. Ach, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und die Visualisierungsmöglichkeiten da sind so gut. Das ist tatsächlich, weil man komplett mit dem kompletten Körper dabei ist, wahrscheinlich sehr viel stärker sich in Erinnerung rufen lässt, als wenn ich da irgendwie drei Zettel hinterher schiebe. Und das Zweite ist, wenn ich Dinge zeigen kann, die ich nicht, zu denen ich sonst nicht hinkomme, zur Erzeugung so eines Kontextes für die Auseinandersetzung mit bestimmten Quellen. Warum sieht das hier so aus, wie es aussieht? Weil dann kann ich auch VR wieder ausmachen und sagen, ich habe das Papier. Und ich glaube, für so eine Motivationsphase, für das gemeinsame Arbeiten,
Für das gemeinsame Kennenlernen auch untereinander, was hat man für Vorlieben, welche Vorlieben hat man nicht? Ist es jetzt in dem Stadium schon super geeignet? Ja, um alles, was dann oben drauf kommt, Auflösungsfragen, Friends, ja, Volume, also Audiosteuerung, ja, möglicherweise sofort, braucht immer mehr Bandbreite, mehr Technik und mehr Kapazitäten. Ja. Also ich glaube, es ist halt eben dieses, man muss halt sich bewusst machen, dass man wahrscheinlich in so einer Session halt in einem Seminar nicht viel zeigt, sondern halt, also jetzt, wenn man jetzt wirklich Lehre vermitteln, im Sinne von vermitteln sieht, dann ist es vielleicht nicht so geeignet. Aber eben gerade dieses Ausprobieren davon, weil du gerade gesagt hast, mit den Ebenen auch meinem besprochenen Sprachseminar halt super funktioniert. So, aber du sagst so eben, wo liegt Betonung? Die unten drunter, ist das so ein Grundton, legen wir die oben drauf? Auf den Inhalt und so weiter. Also sowas halt einfach, was man ja sonst vor dem Seminarraum steht und sich abmüht, irgendwie zu zeigen, wo was ist und mit ganz vielen Gesten arbeitet, wo man so halt wirklich mal probieren kann, wo würden wir das gefühlt einsortieren? Ist das eben was, was auf dem Boden der Tatsachen liegt oder darüber schwebt? Und ja, finde ich gut. Also Empfehlung wirklich wahrscheinlich am ehesten teilweise die Nutzung. Weil die PowerPoint war wirklich ein Rausschmeißer, würde ich sagen. Das konnte niemand lesen und da gibt es halt auch keinen Vorteil, warum man das nutzen sollte. Das kann man einfach so zeigen. Aber wenn es dann darum geht, das Gezeigte wirklich auszuprobieren, meinetwegen in einer Extrastunde, dann kann man das wahrscheinlich schon machen. Ja. Ja, eben, dass man halt, aber man darf halt nicht erwarten, dass das rauskommt, was man sich vorher vorgenommen hat. Sondern man muss halt eben offen sein, dass das jetzt vielleicht wir komplett an einem anderen Ende des Seminars dann enden, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Da muss man bereit für sein. Außerdem, wenn sowieso jeder so eine Brille auf hat, muss man ja auch mit allen Präsentationen an einem Ohr für alle zeigen. Sondern man könnte, weiß ich nicht, das technisch möglich so bestimmen, dass jeder vielleicht so sein eigenes Handy hat oder sowas, was man sich halt näher ans Gesicht halten kann. Weil dann lässt sich ja auch leichter lesen, wenn man hier dran ist. Also könnte man ja im Prinzip die das wäre theoretisch schon gegangen. Also wir hätten das Ganze fünfmal platzieren können. Und jeder von euch hätte sich eins genommen. Ja. Und ich hätte sowas geschaltet. Das wäre kein Thema gewesen. Ja, steht vor allem am Splitterband. Ja, also das ist halt natürlich auch eine Frage, deswegen haben wir so viele Sachen ausprobiert, auch die Karten waren unterschiedlich aufgelöst. Ne? Also diese große Karte, wo man versucht hat, den Weg zu gehen, die war nicht so optimal, weil man da auch stehen bleiben müsste, um zu lesen. Ja. Und das ist schlecht für die unten, deshalb muss man sich nicht verrammen. Ja, klar, man muss irgendwie körperlich schon sich... So viele daran hier, das war schwieriger. Ja. Ich hätte mir manchmal wirklich so ein Hub gewünscht, was hier unten so ein Blickfeld ist. Wenn man vielleicht auch so eine PowerPoint sieht und dann vielleicht noch so ein paar Werkzeuge und dann kann man das immer alles dort auswählen, dass man immer so das direkt vor sich hat, wenn man will. Mhm. Das wäre am praktischsten gewesen. Okay. Mhm. One question, especially the director of the lab. Because did you find, I'd like to know if you found some communication challenges? Yeah. So in the sense that when you try to kind of get to know what the students understood something, so there's always this acknowledgement and this feedback loop. Yeah. Did you find that somehow hindered, or were you able to understand if the students understood what? Set a second lecture on this. Make a VR lecture, yeah, and we have the data, yeah, that we record, and now I would take the data that we recorded, analyze it, in examples, we have here, shout out in form, and then I would record it, the VR session and the second analyzing section, we use our own data that we produced in the experiment. So I would like to get feedback and talk with students about this technique and so on. Yeah, sure, but I meant like during the lecture, right? So for example, you don't see the face of the people. Like, yeah, so. That's okay for me. That's okay. Because we didn't interact with each other. I give only instructions. And I said, do this, do that, and here you have the map, and here you have the... I didn't need to see the reactions of but the group. But I love. Yeah. Yeah.
And I walked around and talked with them, and I had this one. Yeah. Yeah, I could see it very clear in color, yeah, on what they are doing. And you only see curry shapes of everything else. Yeah, that privilege. I get a color pass through. Yeah. But it seemed to me, though, I mean, being able to directly see each other. Well, I'll ask you. I mean, was this important? Oh, yeah. I think. Oh, what do you mean? You couldn't see your face, but yeah. I mean, it's possible. You know how you're the little bubble. Mm-hmm. It's possible we could turn that off, and then you would not see. That's very important to see each other, but I didn't need to know what the eyes are telling to me. Yeah, that's what I'm also thinking. I mean, first of all, you didn't see each other, you'd be afraid to move. Okay. So one observation is that maybe it's the nature of the task itself. But the students, they communicate a lot. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I think it's partly to do with the task itself. Yeah. It's maybe. And the teacher also. But I mean, I was sitting on the side thinking, if I had a class, even without classes, cooperating this much, I would be happy. They're talking, they're doing it, you know. I'm very looking forward to the recordings to see how we interact. And I would like to show the recordings and hear the recordings with all of you. We must be close to the end, Christian. Yeah. Any last comments from anyone? Thank you. Yes. Very fun to be here. I do have one final question to ask you. There's no more. I have a question. Do you only test this with students or other persons? Right now? Currently? Yeah. Okay. We do a similar project with psychotherapists and patients. We'd like to do the same. Okay. Because it came to my mind that we had a girl who has epilepsy, but not in this case that she's reacting on flash, but if she gets into a mood of not being active, so when the teacher, if she's getting passive, so when the teacher is standing in front and just telling her something, she can just black out. So that's why she always has somebody with her. And I experienced the same. I wanted to explain something to her, and she was like. And then we have to reactivate her. I asked myself if this kind of setting would be nice for her because she's active all the time. Yeah. Maybe not. Maybe she still can get into this passive situation. But the performance of the lenses, I will give it a try. And therefore I was asking if you're or in the future you want to do this with other participants, for example, people who have who experience disabilities as well. The other group you mentioned is autism. Yeah. And there's great results. I mean, this with autistic children and their connections they have with things like animated characters. Mm-hmm. It's quite well known. And their connections have to Disney characters and things like this could really. There's no fortress of groups. Yeah. And maybe if you, I don't know who you are going to invite as well, but. Sonderpädagogik, Professor für Sonderpädagogik would be interesting because they're teaching kids with disabilities, and this could give another new
perspective of with the connections to our faculty are established. Okay. Bitte fahren. Ich bin auch ein Lehramt WTH. Okay, great. But also this next training thing you described. Well, I know you see wrong training. Yeah. Mm-hmm. Final question. So who's in digital humanities? You two. Can you imagine using a technology like this for any theme that you kind of cover in digital learning? So not for teaching, but for the kinds of, say, science you perform in. Again, I think mostly for visualizing something. It depends on the data or the project you have. Ich muss leider sofort auch an Herrn denken. Ja, das ist halt so das Erste, was. Entschuldigung, dass ich euch da so geklickt habe. Ne? Immer. I guess, of course. Yeah, but my problem is I have no specific theme right now. Have a think about it. Yeah, about incorporate 4DH to get you as students a little bit nearer to this project here. To develop scenarios on how to understand how we can communicate about the possibilities and opportunities and issues. Maybe in the near future. I'm very interested. It might take the form of something like some Informatica students together with some humanities students. You guys bring the questions, the data, the understanding, and together build some kind of visualization. You know, that's complex data. Also, by the way, we have in the house here, we have Professor Wikipedia, Professor Marcus. He's the guy who wrote all the software that runs Wikipedia. So we have kind of like the technology to build corpuses of knowledge. And Grammar. 3-dimensional and grammars. Yeah. When the meaning of the sentence changes, you know, 3 dimensions. We have to build this called constructor. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks so much. Thank you. And I have to say, it's remarkable that that whole thing ran through without any problems. Right? I mean, that is just getting one of these things to run is hard, but getting the whole group run, that's really something. Very cool. Yeah. Okay. Maybe you get one day or two. Yeah, awesome. And then we stay connected via there.